Nächster Anrufer, den ich herzlich begrüße, das ist Benny und Benny ist 25 Jahre alt. Hi. Hallo. Hallo Benny. Herr. Deine Lüge? Geht es um eine Lüge von dir? Ja, es geht eigentlich um mehrere Lügen. Ja. Es geht um mein ganzes Umfeld. Mhm. Ich lüge halt irgendwo generell, es fängt mit der Arbeit an, dass ich bestimmten Leuten halt, es fängt bei meiner Familie an, bei meiner Freundin, dass ich denen sage, ich gehe arbeiten. Aber du gehst gar nicht arbeiten. Ich gehe nicht arbeiten. Was machst du? Gar nichts. Du bist arbeitslos. Ja, ich bin arbeitslos. Hast du was gelernt? Nee, gelernt habe ich nichts. Ich war früher auf der Sonderschule, habe die 10 Jahre lang besucht. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen, danach habe ich den Abschluss nicht geschafft, musste dann halt immer wieder versuchen, den Abschluss nachzuholen. Ja. Das habe ich alles nicht gepackt, weil mir das alles irgendwie, ich weiß nicht, zu doof war. Das war, ja. Zu doof oder zu viel? Bitte? War es dir zu doof oder war es dir zu viel? Nee, eher zu doof. Es kommt nicht davon, dass ich das nicht packen würde. Mhm. Nur wenn das Umfeld bei mir irgendwo nicht stimmt, dann verliere ich schnell die Lust und dann, ja, dann klappt es irgendwo nicht. So, wir reden jetzt von einer Schulzeit, da warst du 15, 16 Jahre alt ungefähr. Mhm. Ne? Das liegt dann also fast 10 Jahre zurück. Das heißt, seit 10 Jahren belügst du dein Umfeld und sagst, ich gehe arbeiten und gehst gar nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Von was lebst du? Bitte? Von was lebst du? Ja, ich kriege noch nichts mehr vom Amt. Arbeitslosengeld oder sowas in der Art schon gar nicht. Da muss man ja eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Aber Sozialhilfe? Ja, die hat man mir auch gestrichen, weil es halt auch wieder nicht geklappt hat mit den Arbeiten, die sie mir gegeben haben. Es sind so halt Arbeiten von Euro und dafür kriege ich ja halt die Sozialhilfe. Gut, aber du musst ja von irgendwas leben. Von was lebst du? Ja, ich ernähre mich meistens zu Hause bei meiner Mutter. Mhm. Da kann ich vorbeikommen, essen. Es gibt Kollegen halt, wo ich auch halt essen kann. So ein bisschen durchschnorre? Ja, genau. Und man kann schon sagen, hast du denn eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne bei einem Kollegen zurzeit. Ach so. Und kannst da folglich dann ja auch keinen Anteil der Miete zahlen, ne? Nein, nein. Und das macht er mit, der Kollege? Ja, das ist ein ganz besonderer Kollege, muss ich dazu hinzufügen. Sieht das schon hoch an, wenn ich halt auch mal mit Essen von zu Hause komme, so. Das mal mitbringe. Aber der kriegt das doch mit, dass du nicht arbeitest, oder? Nee, weil ich morgens aus der Wohnung gehe. Aber dann könnte er doch von dir verlangen, dass du auch ein bisschen Geld hinlegst. Ja, ich glaube, er wird das schon oft gerne sagen, aber bis jetzt kam noch nichts und ich glaube, er wartet vielleicht auch noch. Wie lange wohnst du schon bei ihm? Das ist jetzt ungefähr, 2 Monate. Ja, was ist denn das denn? Ein ungewöhnlicher Bekannter, der so großzügig ist. Wie erklärst du dir das? Ja, der hat ein großes Herz, würde ich sagen. Mhm. Ist das ein? Und er ist auch nicht gerade der Typ, der gerne auch alleine sein will. Ah ja. Und dann passt das schon irgendwie. Ist er älter als du? Nee, noch jünger. Ah ja, aber er hatte eine Arbeit und entsprechend auch Einkünfte. Ja, genau. Ja. Deshalb fällt das vielleicht auch nicht so mit dem Geld auf, dass der unbedingt was auch braucht. Mhm. Ja. Nun wohnst du bei dem erst 2 Monate. Hast du dich vorher auch so bei Leuten rum durchgeschlagen? Ja, bei meiner Ex-Freundin muss ich hinzufügen. So. Das ist ein ganz großes Thema eigentlich. Da fing ich auch oft an zu lügen. Ich habe ein Kind auch mit der. Mhm. Ist 18 Monate alt und ich war halt, habe bei ihr gewohnt, bin morgens auch rausgegangen, habe ihr gesagt halt, ich muss zur Arbeit. Ja, was ich getan habe, war irgendwie bei Ämtern versucht, Geld zu kriegen, damit es nicht auffällt, dass ich halt nicht arbeiten gehe. Mhm. Dann kommt es irgendwann mal raus. Ich hatte auch eine eigene Wohnung. Und als die Wohnung mir gekündigt worden ist, weil ich halt keine Miete zahlen konnte, habe ich das natürlich auch nicht gesagt. Bis die Vermieter anrufen bei meiner Mutter oder auch halt bei meiner Ex-Freundin und das dann alles also die so Zeit, rauskommt. Verstehe. Und also bei der Mutter, die Mutter wittert auch schon was, dass da einiges nicht in Ordnung ist. Ja, meine Mutter, muss ich sagen, die ist da am, die kann das am meisten irgendwo nachvollziehen. Mhm. Da denkt sie sich schon manchmal ihren Teil. Ja. Aber ich denke mir nicht, dass die jetzt wieder mich bei sich überhaupt noch aufnehmen würde. Ja. So was sie für mich macht. Kurze Bitte zwischendurch, Benny, wenn du den Fernseher noch die Lautstärke eingeschaltet hast, dreh das mal runter oder das Radio. Ja, habe ich. Einen kleinen Hall im Hintergrund. Ja. Das heißt, die ganzen Jahre und eben auch deiner Freundin gegenüber, hast du dann so ein wirklich sehr verschachteltes Lügengebilde aufgebaut.
Genau. Und hast dich wahrscheinlich von einer Lüge zur anderen immer mehr verstrickt auch, ne? Ja, genau. Ich steigere mich da immer mehr rein und... Jetzt frage ich mich nur, wenn du das so erzählst, frage ich mich, das kostet ja viel Energie, ständig eine neue Lüge und noch eine neue Lüge. Ja. Du bist ein junger Mann von 25 Jahren. Ich hoffe mal und gehe davon aus, dass du gesund bist. Ja, bin ich. Einigermaßen fit und stabil. Ja. Nur ist es traurig, dass du keinen Schulabschluss hast und traurig auch, dass du keine Ausbildung gemacht hast. Aber warum versuchst du nicht die Energie, die du in das Lügen reinpumpst, nicht dahin zu kanalisieren, Jobs zu finden? Es gibt doch so viele Jobs, vom Putzen gehen bis irgendwelche Aufräumarbeiten und also auch unangenehme Jobs. Aber es sind halt Jobs, wo man ein bisschen Kohle verdienen kann. Warum machst du das nicht? Ja, das ist halt die Sache, Jobs zu finden, das ist nicht mein Problem. Mhm. Aber die zu halten, das ist mein Problem. Und das war schon immer das, was man von mir sagt. Ich habe ja auch eine Betreuerin, die mir ab und zu hilft bei Arbeit suchen, dass ich das halt nicht lange aushalte und viele Arbeiten halt dadurch verliere. Und woran liegt das, dass du das nicht aushältst? Bist du dazu zu lässt du dich dazu sehr gehen? Bist ja. Und irgendwann am Anfang bin ich da so, dass ich mich da beweisen möchte, wenn es mir auch ganz gut gefällt auf der Arbeit. Und dass die Leute dann irgendwo zufrieden sind. Sobald ich das gemerkt habe, wird es weniger. So, nun erzählst du mir das so als wäre das so eine Naturgegebenheit. Dagegen kann man ja etwas unternehmen. Ja. Wir alle, die arbeiten, kennen das ja, dass wir irgendwann zwischendurch auch mal Phasen haben, wo sie einfach keinen Bock haben. Und im Prinzip auch sich gehen lassen würden wollen, aber das tut man nicht, weil der Job dann weg ist. Genau. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass du auch nicht wiederum genügend Selbstdisziplin hast. Und nicht genügend dich am Riemen reißt dafür. Ne, wenn es um die Sache geht, nicht unbedingt. Warum tust du nicht? Warum? Das würde doch dein Leben sehr vereinfachen. Du würdest ehrlicher leben können, du hättest deine eigene Kohle und müsstest nicht alle Leute, wie gesagt, belügen. Ja, das ist halt die Ausdauer. Ich bin selber, wenn ich einen neuen Job gefunden habe, muss ich ehrlich dazu sagen, bin ich stolz auf mich, ich freue mich darüber. Also es ist ein Erfolgserlebnis, Ist ein Erfolgserlebnis wie bei jedem anderen wohl auch. Ja. Aber sobald irgendwo ich mich dann eine Zeit lang gearbeitet habe und mich dann halt einarbeite, kommt, es ist so, wenn ein kleines Problem schon auftaucht, das kann mich manchmal halt so weit runterbringen, dass ich schon gar keine Lust mehr habe. So, und dagegen muss was unternommen werden. Ja, das ist die Frage halt, was? Ja, die da kann dir auch kein Mensch helfen. Da bist du, Benny, 25 Jahre für verantwortlich. Nur du kannst dir selbst helfen. Und das musst du jetzt machen. Ich sage dir, wenn du das noch länger so weiterlaufen lässt, wirst du dir nicht mehr helfen können. Dann ist das so eingebrannt in dir, dieses Verhalten. Ich habe ja jetzt schon Sorge, dass es zu eingebrannt ist. Nee, ich hoffe nicht. Ich habe da noch hoffentlich so viel Sinn, dass ich mir bin. Ich sag mir ja selber auch, Kamal, das ist ein Leben halt, da wo das kannst du nicht weitermachen. Ja, und vor allem ist es ja nur wirklich auch vollkommen daneben deine Leute alle so anzulügen, deine Freundin anzulügen, deine Mutter, die offensichtlich sehr nett zu dir ist und gut zu dir ist, anzulügen. Ja. Jetzt den Freund, der auch sehr freundlich zu dir ist. Du bist ja ein richtiger eine Made im Speck, muss man ja so sagen. Ja. So, das ist ja nicht in Ordnung. Nee, so, absolut. Ne? Und da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Ich sag zu dir das Gleiche, was ich vorhin zu dem Christian gesagt habe, obwohl es eine ganz andere Problematik ist. Aber du musst dich in den Hintern treten. Und kein Aber. Nix Aber. Ich kann nicht und ich will nicht. Nee, auf ich bin gesund und wenn ich nicht sehen würde, dann wird man auch sagen, Mensch, so, zieh los. Auf die Zähne beißen. Und durch. Und wenn es noch so unangenehm ist, das wird schon gehen. Und du tust es ja letztendlich, für dich. Ich weiß ja auch, wie die Unterschiede sind. So, ich will dir sagen, Benny, so bist du ja der absolute Loser. Ja. Du bist ja nicht so. Du bist ja einfach nur irgendwie jemand, der so mitläuft. Und das ist ja kein schönes Gefühl, wenn man das so für sich selbst hat. Nein, und in deiner Hand liegt es, aus diesem Loser einen ordentlichen Jungen zu machen. Nur in deiner Hand liegt es. Du sagst mir, an Jobs komme ich ran, kein Problem. Und ich empfinde dich als durchaus intelligent, so wie du mit mir redest, dass du das alles auch weiter in der Hand haben kannst und organisieren kannst. Ja, das ist ja auch die Sache. Ich habe ja halt diesen Abschluss, aber trotz alledem finde ich halt die Jobs so,
So, wo ich mir vorstellen kann, die würden dir Spaß machen. Es sind halt keine Ausbildung, die kriege ich nicht. Daran wird es immer irgendwo scheitern mit dem Abschluss. Aber ich habe eine, wie halt meine Betreuerin auch sagt, ich kann mich gut verkaufen. So, das ist doch ein Fund. Das ist doch schon mal ein, was, da kannst du mit wuchern. Ja, und das Beste ist ja, ich weiß, wie die Unterschiede sind, wenn man arbeiten geht, wie gut es halt auch einem geht. Ja. Ich habe ja, und dass mit meiner Mutter alles gut läuft, halt mit meiner Ex-Freundin alles gut läuft. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide brauchen uns nicht gegenseitig zu überzeugen. Du weißt genau, wo der Hase langläuft. Ja. Jetzt musst du da auch langlaufen. Ja. Klar? Fänd's toll, wenn wir in einem halben Jahr nochmal telefonieren könnten, Benni. Wenn du mir erzählst, damals nach dem Gespräch mit dir, habe ich das und das in die Wege geleitet und heute mache ich das und das und das und habe meine eigene Kohle, dann wäre ich verdammt stolz auf dich. Und du auf dich auch. Ja, sicher. So, ich hoffe mal, dass wir uns im November nochmal sprechen. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.